So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu Fressdichpit auf dem Sekt Plus Kanal. Was wird euch heute erwarten? Ich habe für euch eine vegane Köfte-Rezept rausgesucht. Und nicht das, womit man die Sekt Plus Bratlinge macht, wie wir das alle so kennen. Nein, hier muss man ein bisschen mehr machen. Ich habe Kidneybohnen dafür, eine Zwiebel, Koriander. Dann habe ich eine Gewürzmischung aus Salz, Pfeffer, Kumin und etwas Zimt, das kommt gleich auch noch mit in den Mixer. Und das Wichtigste darf nicht fehlen, die Sekt Plus Instant Oats. Als Hauptzutat habe ich hier die Kidneybohnen. Ich wollte schon Sekt Plus Kidneybohnen sagen, aber sie sind nicht von Sekt Plus. Die sind aus einem gut sortierten Supermarkt. Aber hier, tolle Gewürzmischung. Wie gesagt, aus Pfeffer, Paprika, Kumin und etwas Zimt. Dann habe ich hier eine Zwiebel und die mache ich etwas klein nur, ein bisschen grob, damit der Mixer die besser pürieren kann. Kommt direkt mit hier rein. Dann habe ich hier noch etwas Koriander, kommen wir auch hier rein. Dann habe ich hier die Knoblauchzehe, dann den Aufsatz, nochmal einen Aufsatz. Einmal kurz anmixen, ein bisschen. Dann Instant Oats. Ich mache hier 1, 2 gute Esslöffel dazu. Ich mixe das einmal durch und dann checke ich, ob die Flüssigkeit oder die Masse gut ist. Dieses Gericht ist wirklich optimal. Wir haben hier wirklich gute, vollwertige Kohlenhydrate durch die Sekt Plus Instant Oats. Auch jede Menge Ballaststoffe. Dann haben wir die Kidneybohne, die bringt auch nochmal gute, vollwertige Kohlenhydrate und Ballaststoffe mit. Und das Geile ist an der Kidneybohne, die hat wirklich jede Menge Protein. Und ich finde, zu einer gesunden, vollwertigen Ernährung dürfte der Kidneybohnen nicht fehlen. So, hier sieht man, dass das noch ein bisschen zu trocken ist. Und von daher füge ich jetzt etwas, wirklich einen kleinen Schluck Wasser dazu. Wirklich nur etwas. Jetzt formen wir das Ganze. Genau diese Masse wollte ich hier haben. Am besten macht ihr euch hier so einen Teller mit ein bisschen Wasser. Dann klebt das gleich nicht so an den Händen. Und einfach wirklich hier, oder ihr könnt auch so kleine Schwäbchen machen. Die mache ich jetzt. Damit ihr das Ganze auch wirklich optimal formt, habt ihr hier eine Schüssel Wasser und nochmal etwas von den Instant Oats. Weil mal wird das zu klebrig, mal wird das zu trocken. Und dann wäre gut, wenn wir diese beiden Zutaten hier nochmal dazu haben. Ich mache jetzt hier ein bisschen nochmal Instant Oats auf meine Hände und dann kann man das wunderbar hier formen. Auch hier beim Braten solltet ihr darauf achten, immer was für Fette oder was für Öle ihr verwendet. Achtet immer darauf, dass das wirklich gute Öle sind, damit ihr auch nicht schön auf die Hüfte ansetzen. Ja? So, ich bestäube die hier nochmal ein bisschen. Aber auch hier, ich hatte meine Fressdichfit-Folge, wo wir die Proteinkroketten machen. Hier könnte ich euch auch empfehlen, wirklich die Masse in einen Spritzbeutel zu geben und direkt in die Pfanne reinzuspritzen. Sekt Plus vegane Köfte bei Charo. Mama mia, das sieht ja richtig crunchy aus. Und ohne viel reden, bis wir da rein damit. Ich hoffe, ihr könnt den Crunch hören. Und ohne Scheiß, der Crunch haben wir den hier zu verdanken. Mich würde es freuen, wenn ihr das Ganze natürlich nachkocht. Macht geile Stories dabei, markiert Sekt Plus, markiert Chabo. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, Abo setzen, damit wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann.